Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Dark and Light im Early Access. Ja, wir sind wieder mal unterwegs und wir sind bereits in Folge 42 und ja, wie ihr gerade seht, praktischerweise oder wie man nicht praktischerweise hat man uns hier wieder mal die Sachen zurück ins Haus gestellt. Wie halt immer, es gab ein Patch zwischenzeitlich. Mal gucken, wir räumen einfach mal ein bisschen die Sachen hier zur Seite. Farmen mal ein bisschen im Haus, ist auch nicht schlecht. Sehen mal eine Runde im Haus nichts. Ich glaube, hier irgendwo ist ein Baum. Ja, okay. Baum habe ich gefunden. Hier ist ein bisschen Holz. Ich schätze mal, der Baum ist jetzt auch weg. Hier vorne war auch noch einer. Ja. So, den Stein hier vorne noch eben. Ich wusste gar nicht, dass da jetzt ein Dächlein drauf ist, aber es ist auch okay. So, dann habe ich gelernt, dass ich wahrscheinlich was falsch gemacht hatte. Ich sollte also doch mal das da reinlegen. Und wenn man das dann anklickt, soll man das irgendwie benutzen können. Objekt fern benutzen. Okay, ich habe jetzt aber das Wasser da mal reingefüllt. Da müssen wir mal gucken, wie es aussieht. 200 nicht bewässert, verstehe ich jetzt nicht. Feldfrüchte 199. Ja, okay, vielleicht gibt das. Also das nicht bewässert wird wahrscheinlich sein, dass es nicht durchgehend bewässert ist, schätze ich mal. Dünger ist da noch drin. Ja, also okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich nehme jetzt mal mein Schwert, nicht wundern. Ich fuchtel einfach mal hier ein bisschen im Haus rum. Geht einfach nur darum, um das zu wegzufarmende Grünzeug hier mal aus dem Haus rauszuhauen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo was ist, aber ich glaube, wir haben unser Haus einigermaßen sauber. Ich hau hier mal mit der Spitzhacke gegen, weil die dürfte eigentlich gleich kaputt sein. Dann müssen wir die eh reparieren. Ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchen. Aber was wir brauchen, haben wir alles in der Tasche. Ist okay. Gut, dann wollen wir mal gucken. 6 Uhr morgens. Wo sind wir denn? Ja, mit etwaigen Tiere, die wir gesehen haben, wie den Wrock oder sowas, das können wir natürlich jetzt bei den zweiköpfigen Geier und sowas, das können wir natürlich jetzt theoretisch gesehen vergessen. Weil natürlich durch den Server Reset ein bisschen was verschwunden ist, wieder gehe ich mal von aus. Ich sehe auch hier leider in der Luft auch nichts in der Nähe. So, ja, was wir natürlich noch gucken müssen ist, was haben wir denn gelernt? Was können wir denn Neues noch? Aha, das sind die Fundamentgeschichten und sowas. Das war das, was wir schon gelernt hatten, dass wir auf Holz umrüsten könnten. Da brauchen wir nun die Matzone, dann können wir langsam sich unser Haus umrüsten. Und es dann vielleicht auch Richtung Berg hier vielleicht. Noch ein bisschen erweitern. Also gar nicht mal um eine Hausfläche, sondern ich würde vielleicht so einen Winkel rumziehen, so drei, vier Felder in die Richtung. Dann hier rum so eine Art Mauer ziehen und dann, ja, dass halt nicht die bösen Buben da reingerannt kommen, dass wir halt auch außerhalb des Gebäudes Tiere aufstellen können. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal noch hier unten das gute Steinchen hier weg. So, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Das ist okay. Greifen wir jetzt wieder zur Axt. Ich brauche eher die Steine momentan. So. Ja, Nahkampf, Handwerk, Eisendolch. Okay, was gibt es noch Neues? Okay, war nur der Eisendolch. Auch nicht schlecht. Ja, was natürlich nicht schlecht ist, dass wir jetzt die. Oh, ich sehe gerade, wir sollten mal eine Runde unser Fokusparty wieder auffüllen. Ich werde jetzt einfach mal alle reinhauen, die ich habe. Dann nehmen wir das Schwert und fuchteln hier mal ein bisschen rum. So. So.
Ja, wenn wir so am Fuchteln sind, kann es nicht viel passieren, weil wir eigentlich ja durch unsere Einstellung relativ wehrhaft sind. Was man sieht, wenn uns so ein Schaf hier im Weg läuft. Ne? Das können wir ziemlich gut und einfach erledigen, sozusagen. Der Witz ist an der Geschichte jetzt, dass uns ein Tier töten. Also, dass das Tier, was wir getötet haben, auseinanderzunehmen, unsere Reitfähigkeit nach oben bringt. Das finde ich immer sehr dubios, muss ich sagen. Oh, das ist irgendwie so eine Schafenklave fast, sieht so aus. Häschen. Auch hier sehe ich jetzt leider nichts exorbitant Interessantes. Moment, habe ich da den Flügel gesehen? Ich glaube, ich habe da hinten kurz Flügel gesehen. Dann müssen wir natürlich mal gucken, was das denn ist, was da so rumflügelt. Nehmen wir natürlich jetzt hier nochmal. Eine Runde Holz mit für unsere Fundamentgeschichte und werde mal kurz den letzten unserer Beutel hier auf die 7 legen. Ah, da läuft einer. So, schon können wir mehr tragen. So, was bist du denn für einer? 108, okay. Das ist doch nicht schlecht. Das ist echt nicht weg. So, okay. Normalfall wäre natürlich, wenn wir den irgendwo auf einer sicheren Seite stehen hätten. Aber ich nehme mal die Herausforderung an, habe hier einen Trog. Habe, nö. Trog haben wir. Muss auch mal gucken, was fehlt mir denn noch, um sicherheitshalber noch ein paar Pfeile zu bauen. Da haben wir es. Achso, das Pulverzeug. Den Rest haben wir auch. Das dürfte eigentlich noch im Feuer. Ne, im Feuer nicht. Dann ist es aber auf jeden Fall. Nein, nicht abreißen. Hier drin, sag ich doch. So. Dann können wir jetzt die Pfeile bauen. Ja, die müsste uns jetzt hier oben anzeigen. Naja, das ist das Pulverzeug nicht in der Tasche getan. Manchmal verstehe ich das Programm nicht so richtig. Wenn ich das so rüberziehe und loslasse, ist das für mich Drag and Drop. Du musst dann den Kram da reinpacken und fertig. Da gibt es eigentlich gar keine Diskussion, fand ich. So, da sind sie. Die stellen wir mal noch eine Runde her. Die stellen wir auch noch mal hinterher her. So, gut. Dann sollten wir aus irgendeiner Tasche, hier sind zwei, das Gammelfleisch rausholen. Hier ist das Gammelfleisch. Hier packen wir erstmal ganz derbe Steine rein und ganz derbe Holz rein. Und ganz derbe das Zeug rein. Weil das wiegt nämlich alles ein bisschen viel. Dann geht es uns schon besser. Also, ich habe jetzt das Gammelfleisch, ich habe das mit. Und ich habe die Armbrust mit und auf der Armbrust ist der Pfeil zum Zähmen. Jetzt ist die Frage, wo ist das gute Stück hin? Ich würde sagen, da oben ist er. Da müssen wir natürlich mal ein bisschen diese Surroundings angucken, sozusagen. Sprich, ist in der Umgebung noch irgendwas Böses? Das wollen wir natürlich möglichst nicht. Dann sollten wir unsere Armbrust auf jeden Fall schon mal zur Hand nehmen. Aha. So, ich versuche natürlich jetzt hier ein bisschen mehr Richtung
Haus zu ziehen. Das ist eine Fluchtphase. Und ich würde sagen, da haben wir ihn erwischt. So, ich hoffe jetzt nicht, dass wir doch den Trog können wir hinstellen. Da steht der Trog. Und da machen wir natürlich jetzt ganz schnell das Gammelfleisch rein. Und dann gucken wir mal, was er hier sagt. Ja, 10 Vorgang läuft. Das ist okay. Wir müssen halt immer drauf gucken, diese Constitution, wenn die ablässt, die darf halt nicht auf 0 fallen, weil dann befreit sich das gute Stück. So simpel ist es leider. So, eins hat er jetzt erst gegessen. Wenn man sich den Balken selber anguckt, würde ich sagen, das sollte also kein Problem sein. Aber wir kommen der Sache dann, glaube ich, echt näher, dass wir so einen Zaun basteln müssen. Das ist, glaube ich, dann auf jeden Fall mal richtig. Ja, Level 108 ist natürlich eine schöne Hausnummer. Das könnte natürlich ein bisschen was bringen hier auch schon, muss ich sagen. Weil wenn man seine Werte so anguckt. Ja, wollen wir hoffen. 330 Gewicht kann er tragen. Themenbalken läuft. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier ein bisschen mit in der Nähe bleiben. Ist nicht viel mit wild rumrennen und sowas jetzt hier. Ich werde jetzt mal ganz kurz ins Menü gucken. Auf irgendwelche Zaunsachen oder sowas bauen können schon. Um gegebenenfalls da was hinzubasteln. Ja, schrägen, andere Türen, anderen Kram, alles hier hin, her, zick, zack. Sieht aber nicht danach aus. Zur Not werden wir dann erst Sachen aus Stroh bauen müssen. Das ist jetzt einfaches Fundament. Da fehlen uns jetzt die Seile zu. Okay, ich sag mal, so, es ist ja. Ne, wir müssen ihn ja hier im Auge behalten. Ich habe jetzt die Armbrust hier drin. Ich mache mal noch einen fest hier. Dann dürfte, ne? Seht ihr, jetzt geht er wieder nach oben. Ich hüpfe mal ihn über hin hier und dann werden wir jetzt auch mal eine Runde Seile und Holz in der Zeit hier machen. Da liegt er noch ordentlich, so muss es sein. Außerdem ist es auch ein bisschen einfacher, wenn wir drumherum sehen, was ist. Sonst rennt so ein kleiner Goblin durch und wir haben nicht mal gemerkt, dass er gekommen ist. Ne? So, das ist natürlich auch doof dann. Ich habe natürlich Holz und sowas jetzt aus der Tasche genommen gehabt. Klar, deswegen machen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen Holz nebenbei. Und verbessern uns auch gleichzeitig ein bisschen die Sicht. Ja, eine welche Fundamentkante dahin basteln. Bin mal gespannt, was da dann noch so geht. Ja, da ist das gute Vögelchen. Aha. Da ganz hinten läuft was. Das ist aber nur ein Wildschwein. Man muss ja echt auch nochmal sicher gehen hier, ne? So, gucken, wie geht's jetzt ihm hier? Ja, 10 haben wir ungefähr fast ein Drittel geschafft. Konstitution ist noch da. Das heißt, wir brauchen ab und zu mal ein Pfeilchen nachdrücken. So, einfaches Fundament, Gebäude. Da können wir schon mal 3 Stück von herstellen. Und das tun wir auch mal. Dann werden wir auch schon wieder leichter. Ja, haben wir den nächsten Rang in Holzarbeit gekriegt. Wir können also die Tür und den Türrahmen dann wahrscheinlich.
Das ist doch auch okay. So. Werden wir hier noch ein bisschen. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht unbedingt auf ihn heraufhau. Das ist ja nicht unbedingt Sinn und Zweck der Geschichte. Da haben wir schon einen Levelaufstieg. Das ist auch wieder gut. Wildschwein, ob es auch immer da hinten ist, läuft dann noch. So, wir gucken hier nochmal, was bei ihm aussieht. Ich würde sagen, wir. So, ich habe jetzt nochmal zwei Pfeile reingehauen. Ihr seht, das geht von der Konstitution her. Jetzt ist er wieder gut drauf. Ja, aber ich würde sagen, jetzt seht ihr, was ich hier gerade Schönes anstelle. Und ich würde sagen, die Conclusion, sprich die Fortsetzung davon, werdet ihr dann morgen in der Folge sehen. Und dann können wir mal gucken, vielleicht haben wir ihn morgen in der Folge schon gezähmt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, dann das ein bisschen auszubauen, dass wir ihn draußen unterkriegen können. Wir werden auf jeden Fall noch Tiere und Tiere ausnehmen gehen, weil wir natürlich durch das Reiten auch mit nach oben kriegen. Weil wir wollen natürlich auch den Sattel bauen können. Ich habe nämlich noch nicht geguckt, ob wir es können oder nicht. Ja, aber dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich einen Daumen nach oben freuen, genau wie auch ein Teilen. Und klar, wenn ihr noch nicht dagelassen habt, natürlich auch ein Abo. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Leute, die mich immer so fleißig unterstützen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.